Hallo liebe Leute, Mittwoch des Tages von mit Ludger Winter, heute der FC Bayern Arztwitz. Wenn nicht mal weit, auch nicht zu weit, dass ihr noch was seht. Hallo liebe Leute, Mittwoch des Tages, wie fast jeden Tag, heute der FC Bayern Arztwitz. Und zwar ist er von lautlos, vorlaut und leiser. Ich habe mir das über Facebook geschickt und sie auch. Und zwar geht es darum, der Bayernarzt muss ja entlassen, und ich zeige das mal kurz. Auch sein Team werde nicht mehr für den Münchner Rekordmeister arbeiten, heißt es in einer Erklärung. Darin sprechen Müller-Wohlfahrt und seine drei Kollegen von einer Beschädigung des Vertrauensverhältnisses. Und auch der Grund dafür wird genannt. Nach dem Spiel beim FC Porto gestern Abend sei die medizinische Abteilung für die Niederlage hauptverantwortlich gemacht worden. Das verstehe man nicht. Zwischen Müller-Wohlfahrt und Trainer Pep Guardiola hat es im Laufe der Saison spürbar gekriselt. Zuletzt schien sich das Verhältnis aber normalisiert zu haben. Der Verein selbst äußerte sich noch nicht. Müller-Wohlfahrt hat mit einer kurzen Unterbrechung fast 40 Jahre für den FC Bayern gearbeitet. Er ist weiterhin Teamarzt der Fußballnationalmannschaft. Cordula Hastreiter für 5:8. Ja, und jetzt gibt es einen neuen Trainer für Bayern. Hier, den Dr. Bob gibt es dann vom Jugendcamp. Ich bin seit heute der neue Mannschaftsarzt von FC Bayern, Dr. Bob, der sich mit Versagern auskennt. Von vorlaut kommt leise da. Und Erklärung: Dr. Bob kennt ja alle, der ist ja der Arzt beim Dschungelcamp in Australien. Mit professionellen Dschungel machen, und der testet die alle und ob sie dafür tauglich sind. Und das ist dann der perfekte Arzt für den FC Bayern. Nicht gut. Der FC Bayern Arzt jetzt. Der neue Arzt von FC Bayern ist Dr. Bob vom Dschungelcamp. Okay, ciao, ciao, mit abonnieren.